Willkommen zum zweiten Teil. Im ersten Teil dieser Reihe für drei Tricks, wie du auch in der Krise noch weiterhin Kunden gewinnst, weiterhin Umsatz machen kannst, haben wir uns den Vertrieb angeschaut, also wirklich Vertrieb machen, was gehört eigentlich dazu. Das ist quasi der Part, wo es darum geht, Leute, die noch nicht Kunde bei dir sind, zu Kunden zu machen. Jetzt kommen wir zum zweiten Part. Der zweite Teil ist genauso wichtig, ist sogar deutlich günstiger langfristig und hat ein Riesenpotenzial mit relativ wenig Zeitaufwand. Und das ist das Thema Bestandskunden. Jetzt ist natürlich immer die Frage, je nachdem, in welcher Branche du bist, ob du ein Bestandskundengeschäft überhaupt hast oder ob jemand bei dir zum Beispiel eine Küche kauft, sich erstmal 20 Jahre nicht meldet. In dem anderen Fall beispielsweise, du verkaufst Terrassendächer, ne, und der sucht vielleicht demnächst noch Fenster, vielleicht demnächst noch Haustüren, vielleicht demnächst noch Markisen, kann man auch immer wieder ein zweites Geschäft ankurbeln, das ist klar, das ist dann relativ logisch, die Leute regelmäßig anzurufen, macht trotzdem keiner, aber sollte man machen, beim Möbelgeschäft ganz genauso, bei jemandem, der Bäder macht, kann man vielleicht eine Heizung verkaufen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der erste Schritt ist hier also immer, wenn ich Bestandskunden anrufe, und das sollte ich regelmäßig machen, in meinen Augen jedes Jahr einmal sollte ich das machen, macht wie gesagt so gut wie keiner. Wenn sie Leute mal mehr machen würden, würde einiges sich ändern tatsächlich. Also würden die Unternehmen deutlich lukrativer, deutlich profitabler sein, weil sich einfach noch mehr Leute melden, weil sie noch mehr Möglichkeiten hätten, Umsätze zu schreiben, entsprechend noch mehr die Preise nach oben anpassen können. Und hier ist es so, das Erste, was wir hier natürlich versuchen, ist weitere Produkte zu verkaufen. Na, das heißt, weitere Verkäufe. Ganz simpel. Das klappt jetzt, wie gesagt, nicht immer. Wenn du halt eine Küche verkaufst, dann ist es klar, dass du, Küche einmal verkaufst und dann brauchst du halt keine Küche mehr. Dann hast du aber das zweite Thema hier und das ist das Thema Empfehlungen. Du kannst in so einem Gespräch aktiv wirklich fragen, wen kennen sie denn, der für so ein Thema in Frage kommen könnte. Wie gesagt, wie das genau abläuft, so ein Gespräch, gehen wir mit unseren Partnern gemeinsam durch. Das wird halt genau geskriptet, da gibt es genaue Vorlagen, dass man auch nichts falsch macht. Das ist nicht irgendwie so ein ganz seltsames Gespräch, wo man einsteigt und sagt, na und, wie geht's Ihnen denn heute? Das ist natürlich dann nicht so cool, das macht nicht so viel Spaß für beide Seiten. Warum Empfehlungen? Zum einen natürlich, eine Empfehlung ist der beste Kunde, das ist klar. Das ist auch besser als selbst die Leute, die wir per Online generieren, die ja wirklich gut sind, kriegt man nicht so gut hin wie eine Empfehlung. Eine Empfehlung ist einfach immer der beste Kunde, der hat eine sehr hohe Kaufwahrscheinlichkeit, der weiß genau, was abgeht, der wird uns nicht lange beraten werden, das macht einfach Spaß, mit nur Empfehlung zu arbeiten, ist dafür nicht so skalierbar. Das ist immer das große Problem daran. Und wenn ich jetzt sage, okay, Empfehlungen kann ich damit steigern, wie mache ich das? Natürlich, ich frage die Person, ob sie jemanden kennt, wen sie kennt. Und vor allem aber dadurch, dass ich anrufe, dadurch, dass sie sich meinen Namen vielleicht mal wieder merkt, dadurch, dass sie mich mal wieder gehört hat, das Unternehmen mal wieder gehört hat, den Namen des Unternehmens mal wieder gehört hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mich proaktiv weiterempfehlt, viel größer, weil Leute vergessen. Und nach ein paar Jahren wissen die nicht mehr, wer du bist, egal was du denen verkauft hast. Ja? Nächster Punkt, wenn das mit den Empfehlungen aus irgendeinem Grund jetzt nicht klappt oder auch wenn es klappt, ist ja erstmal egal, kannst du immer noch fragen, ob sie noch eine Bewertung abdalassen, einfach bei dir. Bewertungen sorgen wieder dafür, dass Leute, also Kunden der Zukunft, potenzielle Kunden der Zukunft, mehr Vertrauen zu dir aufbauen und letzten Endes die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Leute bei dir kaufen. Ganz simpel, wenn du diese drei Schritte durchgehst, weitere Verkäufe machen, wenn es geht natürlich, Empfehlungen und Bewertungen, dann machst du an der Stelle schon mal gar nicht so viel falsch, dann bist du da schon mal so aufgestellt, dass du zumindest weißt, okay, selbst wenn mal die Zeit ein bisschen schlechter ist, selbst wenn mal ein bisschen weniger los ist, kannst du damit immer deinen Auftragsbestand voll machen. Zumindest wenn es dich schon ein paar Jahre gibt und du jetzt immer 1000, brauchst du mal 1000, mal ein paar hundert Kunden in der Datenbank hast. Ja. So, und jetzt gehen wir noch den letzten Punkt an, den dritten Punkt, das machen wir auch noch gleich hier direkt mit. Der dritte Punkt ist einfach spannend bleiben. Wie kann man sowas machen? Zum Beispiel mit Aktionen. Bedeutet Menschen, es gibt so zwei Sorten von Käufen. Das eine sind halt ganz, ganz klassische Käufe aufgrund von sehr, sehr viel Bedarf, dass der Bedarf einfach sehr, sehr hoch ist und ich sage, okay, ich möchte dieses Produkt schon länger kaufen und ich kaufe es jetzt halt. Und das andere sind halt so Impulskäufe. Impulskäufe ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt Käufe, die ich deswegen tätige, weil es ein bestimmtes Incentive dafür gibt. So, das ist erstmal ganz grundsätzlich gesagt. Und diese zweite Art, die wird damit Aktionen sehr gut getriggert. Deswegen ist auch in jedem Supermarkt jedes dritte Angebot reduziert. Damit du einfach das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier was mitzunehmen, was ich sonst nicht bekomme. Ja, ich esse jetzt vielleicht Gurken gar nicht so viel, aber die Gurken sind im Angebot, ich nehme sie mal mit, ne, weil günstiger kriege ich sie nicht. Das ist jetzt sehr übertrieben und so ist natürlich im Handwerk nicht 1:1. Aber der Grundgedanke ist halt der gleiche. Ich habe letzten Endes die Möglichkeit, mit bestimmten Aktionen, bestimmten zeitlich begrenzten, Stückzahlen begrenzten, technisch begrenzten Aktionen, Leute abzuholen, Leute in den Ofen vorzulocken, die sonst gesagt hätten, den schiebt man nächstes Jahr rein. Und es geht ja darum, wie ich jetzt Umsatz machen kann und nicht irgendwie erst im nächsten und übernächsten Jahr. Bedeutet, wenn du bestimmte Aktionen mitbringst, mal eine Winteraktion. Wie gesagt, wir haben da einen ganzen Aktionskalender, der mit unseren Partnern dann durchgehen, wo wir gucken, was sind die passenden Aktionen, wo wir wissen, diese Aktionen haben die höchste Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auch zu funktionieren. Wo wir dann, weil das große Problem ist eine Aktion, man macht sich manchmal viel Aufwand damit und am Ende funktioniert sie gar nicht und keiner nutzt sie. Ne? Und da wir, wie gesagt, mittlerweile knapp 700 Partner haben, wissen wir, was funktioniert, was nicht funktioniert, haben den Kalender, gehen das mit den Leuten durch und wissen, okay, da gibt's, keine Ahnung, diesen Monat gibt's die Aktion, dann drei Monate später gibt's die Aktion, dann gibt's die Aktion. Und das sind nicht immer Rabattsachen, ganz wichtig, viele verwechseln Aktionen mit Rabatten. Das müssen keine Rabatte sein. Das kann auch sein, dass ich mal eine Aktion mache, wo ich sage, es gibt eine coole Draufgabe
wo es eine Aktion ist, wo ich sage, es gibt irgendein Event mit dazu, irgendwas Cooles, Spannendes mit dazu, was aber zeitlich begrenzt einfach. Es ist eine Aktion, wo ich sage, es gibt hier was dazu, was es uns gar nicht zu kaufen gibt. Nur als Beispiel. Ne? Das sind alles Themen, die man machen kann. Da muss man ein bisschen kreativ sein, da muss man ein bisschen gucken, was man da macht. Wie gesagt, wir haben es halt sehr viel getestet und es gibt auch sehr viele Aktionen, die nicht funktionieren, die Schrott sind. Sag ich auch so, wie es ist. Aber letzten Endes sind Aktionen das, was dafür sorgt, dass der Laden spannend bleibt. Und vor allem, ganz wichtig, Marketing hat ganz viel damit zu tun, worüber reden die Leute. Und du kannst dich darauf verlassen, wenn du eine geile Aktion hast, die spannend ist, die außergewöhnlich ist, werden die Leute in der Region drüber reden. Das ist für dich kostenfreies Marketing. Das heißt, selbst wenn die Person selber es gar nicht kauft, die deine Aktion sieht, erzählt es vielleicht weiter. Ich habe da so eine verrückte Aktion gesehen. Ne? Da kann sie dir nicht vorstellen, was die da machen. Ach, das ist ja interessant. Und schon ist wieder geteilt. Der teilt es vielleicht nochmal, der teilt es vielleicht nochmal. Und so schaffst du es mit einer coolen Aktion, die wirklich spannend ist, die jetzt nicht 0815 ist, die jetzt nicht die nächste Küchentester oder Referenzkundenaktion ist. Sowas kann man natürlich auch mal machen, aber die jetzt nicht so ist, wie alle Aktionen sind, auch wirklich mal es schaffen, mehr Reichweite noch zu erzielen. Und wie gesagt, im Kopf der Leute zu bleiben und einfach was Spannendes abzuliefern. Ganz simpel.